Willkommen zu den Zielgenius der Kalenderwoche 45. Neues zu Mass Effect 4. Der Producer von Mass Effect, Michael Gambier, hat auf Twitter gepostet, the next chapter of Mass Effect is upon us. Dies lässt auf einen neuen Teil hoffen. Hoffen wir, es wird was Besseres als Mass Effect 3, mit dem die Community vielleicht wieder zufrieden ist. Dieses Wochenende war wieder die BlizzCon. Und wie zu erwarten war, hat Blizzard das neue WoW-Addon angekündigt. Der Name lautet Warlords of Draenor. Draenor ist die neue Welt, was eigentlich nur die Scherbenwelt ist, nur in einer Vergangenheitsform, also bevor die Scherbenwelt zersprungen ist. Man wird anscheinend mit seinem Charakter durch die Zeit reisen. Weitere Features sind, dass man eine eigene Garnison aufbauen kann, also eine eigene Base. Die Charaktermodelle sind alle überarbeitet worden. Ab jetzt kann man bis Level 100 spielen. Es gibt wie immer neue Dungeons, Monster und auch eine neue PvP-Zone. Außerdem noch viele neue Quests. Und die Funktion, dass man mit einem Charakter auf 90 springen kann und damit sofort loslegen kann. Ich persönlich finde das Addon sehr interessant. Es hat eine gute Ausgangsstory und neue Features. Ob das wirklich was heißt, wird sich erst zeigen. Auf der BlizzCon wurden auch neue Inhalte für Hearthstone angekündigt, wie zum Beispiel eine Version für iOS und Android, Abenteuer für PvE-Matches, ein neues Rangsystem. Des Weiteren wurde ein ungenauer Open Beta Release genannt, nämlich Dezember dieses Jahr oder Jänner nächstes Jahr. Genaueres ist nicht bekannt. Nun ist es offiziell. Das Release-Datum für Star Wars Episode 7 ist der 18. Dezember 2015. Damit sind alle Gerüchte aus dem Weg geräumt, die lauteten, dass Star Wars erst 2016 kommt. Einerseits natürlich schön, dass es früher kommt, andererseits kann der Zeitdruck sich negativ auf den Film auswirken. Steam und Devolver Digital haben dieses Wochenende wieder Angebote regnen lassen. Bis morgen um 19 Uhr gibt es Sachen wie Serious Sam, Hotline Miami und andere Sachen mit bis zu minus 85%. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.